Hallo, Tag, ich bin Luca, ich bin der mit dem... Scheiß Schneidekack da, Alter. Hallo, mein Name ist Luca und es ist etwas Tragisches passiert. Ihr seht schon, die Kissen da hinten sind alle falsch rum. Der Hate unter meinen Videos hat zugenommen. Und allgemein ist der Hass gerade allgegenwärtig. 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 Das Leben ist nicht mehr so, wie es einmal war. Und viele Leute machen einfach auf die Missstände in unserer heutigen Gesellschaft aufmerksam. Die tun das in Form von Zeitungsberichten, Blogs im Internet oder unter anderem auch YouTube-Videos. Und so jetzt auch in meinem Fall. Einige Quellen, die anonym bleiben möchten, haben mir zugetragen, dass es bald mit meiner Karriere hier auf YouTube vorbei sein könnte. Vorbei sein könnte. Vorbei sein. Diese anonymen Quellen sind auf ein Propagandavideo auf dieser Plattform hier gestoßen, welches ich euch wirklich nicht vorenthalten möchte. Deswegen schaut einfach mal selbst. Yo, was geht ab, Alter? Rauchverbot natürlich am Start. Boah, wieder die Arme. Guckt euch diese heftigen Arme! Da wurde ein Hate-Video gegen mich aufgenommen. Da will ich heute drauf reagieren. Mir wurde dieses Video irgendwie angezeigt am Rand bei Empfohlen und das heißt, wie heißt es nochmal? Ansage an Concrafter. Dem, ich habe keine Ahnung, wieso er da dem und nicht den schreibt. Minecraft Noob, mega diss. Okay. Hochgeladen von dem User Rauchverbot. Der hat auch eine sehr stattliche Likes- und Dislike-Anzahl. Aber okay, wir fangen erstmal an und schauen uns sein Video an. Heute gibt's eine Ansage gegen den Concrafter. Dieser... Boah, ich hasse den. Ich hasse den Mann. Ich weiß ja nicht, warum du mich hasst, aber ich glaube, das wirst du mir jetzt gleich sagen. Ich habe mir seine Videos reingezogen. Paar Videos, Mann. Und ey, der denkt auch, der wäre witzig mit seinen scheiß Schnitten da. Du hast ein paar Videos von mir reingezogen und denkst, dass ich mich witzig fühle, weil ich schneide. Irgendwelche bestimmten Schnitte? Schnitte da, Schnitte hier, Schnitte da, Schnitte da, Schnitte in deinen Kopf, Alter. Okay. Also du meinst wirklich, präzise gesagt, die Schnitte auf meinem Kanal, Schnitte hier, Schnitte da, Schnitte in meinem Kopf. Also an dieser Stelle eine ganz kurze Information für dich. Also ich weiß nicht, wie ich dir das jetzt beibringen soll, aber jeder Videomacher schneidet. Jeder. Hast du also jeden? Du bist nicht witzig, Mann. Du bist einfach nicht witzig. Scheiß Schneidekack da, Alter. Hör mal, Freundchen. Ich schneide nicht, um witzig zu sein, sondern um das Video zu kürzen. So eine Rohdatei ist hier jetzt schon wieder 14 Minuten lang. Wenn ich die so hochladen würde, wird mein Video so aussehen wie deins. Und sowas will ich halt nicht hochladen. Nach diesem Video von Rauchverbot ist es jetzt also bei mir so, dass wenn ich mich bei Leuten vorstelle, das quasi so abläuft. Hallo, Tag, ich bin Luca, ich bin der mit dem... Scheiß Schneidekack da, Alter. Wir machen mal weiter mit dem Video. Meine Fresse. Und weißt du, was das Krasseste wieder ist? Oder was das Hurensohnhafte ist bei dem? Also ich muss wirklich sagen, ich fand das Video bisher relativ unterhaltsam, wenn du da eine Rolle gespielt hast, weil man sieht dir einfach an, dass du eine liebe Person bist und du kannst nicht einen auf wütend oder aggressiv tun. Ich meine, Digga, du hast sogar im Hintergrund noch deine Kindertapete. Also tu nicht einen auf böse oder so und sag nicht das Wort Hurensohn. Vor allem nicht bei Leuten, die du nicht kennst. Aber okay, Freunde, ich lasse ihn jetzt ausreden. Mich interessiert's jetzt auch ehrlich gesagt, was er meint, was so hurensohnhaft an mir ist. Er spielt Minecraft. Das Hurensohnhaftige. Das Hurensohnhaftige. An mir ist, dass ich Minecraft spiele. Ich weiß nicht. Kannst du dich da vielleicht nochmal wiederholen? Er spielt einfach Minecraft. Ich meine, wenn es dich wirklich abfuckt, dass ich Minecraft spiele, dann guck dir meine Videos nicht an. Aber wenn es dich so abfuckt, dass du mich Hurensohn nennen musst und meine Familie beleidigst, dann solltest du vielleicht mal zum Arzt gehen oder so. Ich meine, okay, Freunde, ich bin jetzt kooperativ. Mr. Rauchverbot. Was würdest du mir empfehlen? Meine Fresse, lösch einfach deinen Kanal. Ich soll also meinen Kanal löschen. Habe ich das richtig verstanden? Lösch deinen Kanal. Moment. So was Typisches wäre jetzt noch, wenn er sagen würde, meine Fresse, Alter. Meine Fresse, Alter. Okay, also, ich soll also meinen Kanal löschen. Hör auf, lösch deinen scheiß Dreckskanal. Okay, ich hör auf. Ich hab's jetzt verstanden, werde ich machen. Aber jetzt macht er noch eine direkte Ansprache an mich. Concrafter, Mann. Ja. Herr Rauchverbot, möchtest du mir irgendwas sagen? Weg mit dir einfach. Wir wollen dich nicht mehr. Digga, ich will dir da echt nicht zu nahe treten, aber du hast auf deinem Video 19 Likes zu 849 Dislikes. Und du hättest sogar nur 18 Likes, wenn ich das Video nicht geliked hätte. Wie schon so oft in diesem Video gesagt, ich verhalte mich kooperativ. Wie kann ich das wieder gut machen? Lösch deinen Kanal, bitte nach diesem Video lösch deinen Kanal und dann ist alles gut, ja? Dann sehen wir uns nie wieder. Dann sehen wir uns nicht nie wieder.
dann sehen wir uns nicht wieder. Wir haben uns noch nie gesehen. Aber gut. Dann macht der Typ halt die Verabschiedung von seinem Video. Alles klar, ist auf jeden Fall eine schöne Art, die Leute zu verabschieden. Ja, zusammenfassen kann ich dazu eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Ich habe halt dieses Video entdeckt und habe mir gedacht, oh, der sucht Aufmerksamkeit. Wenn es sein einziges Ziel ist, dann gebe ich sie ihm halt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Ich verlinke euch mal sein Video unten in der Beschreibung. Bitte meldet es nicht, ich will, dass das online bleibt. Ich fand es echt unterhaltsam. Wenn ihr jetzt gerade noch dran seid, kommentiert mal das Video mit dem Wort Hater. Mich interessiert es einfach, wie viele Leute das Video bis zum Ende schauen. Folgt mir auf Musical.ly, Instagram, Snapchat, ich heiße da überall LaserLuca und ich wurde sogar heute gefeatured bei Musical.ly. Aber ich hau rein.